was first just a dream has become a frightening reality for those who may oppose us. So, willkommen zurück zu Dungeons 3. Wir waren dabei, wo waren wir eigentlich dabei? Und irgendwie ist der Ton gerade komisch. Hä? Hör nur ich gerade irgendwie was, weil ich hier wieder einen Wackelkontakt drin habe? Ah, okay. Keine Goldader erstmal in Sicht. Gut. Achso, jetzt mache ich da erstmal die Wände wieder zu. Zack, zack. Wo war ich stehen geblieben? Genau, wir wollten einen Friedhof, hatten wir schon. Den können wir aber vergrößern direkt mal ein bisschen. Und den Vortex brauchen wir. We need the Vortex. Und dann hinein in den Vortex. So. Ja, ich habe letzte Nacht übrigens die kompletten Command & Conquer Parts neu gerendert. Und nein, ich werde sie nicht neu aufnehmen, nur weil das Bild nicht 16 zu 9 ist. Das möchte ich direkt vorweg sagen. Gut. Und ich will auch nichts hören dann dazu. Es ist 16 zu 9. Alles verwöhnte Belger hier, ey. So, was brauche ich noch? So, ich brauche noch die Werkstatt. Zack, zack, zack. Ja, kratzt auch das Mana aus der Wand. So. Den Vortex haben wir schon. Dann holen wir jetzt, zack, zwei Imps dazu. Weiter in die Farm. Hm? Jetzt hätte ich fast was gesagt. So. Jetzt kommt dahin. So, machen wir den Raum direkt noch ein bisschen größer. Weil so groß muss der auch nicht sein. So. Wie viele Eingänge gibt es überhaupt? Einen. Nur diesen hier, okay. Bösartige Kreaturen marschieren über die Termiteninsel? Männer und natürlich Frauen. Haltet sie auf! Für die Allianz! Also, nicht die Allianz, sondern die Allianz aller guten Völker und so. Ihr wisst schon, was ich meine. Egal, haltet sie auf! Für die Göttin! Ups. Offenbar waren die Helden hier nicht so dumm, wie sie aussahen. Hatten das Getrappel und Untergrund mitbekommen. Zu allem Überfluss war wohl auch Jaina Overproud selbst anwesend. Ausgezeichnet. Das spart mir viel Arbeit und Weg, wenn ich sie direkt hier niederstrecken kann. Gemach, gemach. So ein irres Budget haben wir wahrlich nicht, um einen Story-Character in einer einzelnen Karte abzufrühstücken. Außerdem galt es nun zunächst, die anmarschierenden Helden aufzuhalten und sie am besten gleich nach einem Aufenthalt im Dungeon-eigenen Hotel Le Kerker dem Höllenschlund zu opfern. Ja, kann ich noch nicht. Ich habe nicht genug Bösartigkeit. Aber ich brauche eh erstmal ein paar Tote, weil ich brauche nämlich neue Imps. Ach, Imps sag ich schon. Neue Zombies. So. Vergrößern wir den Dungeon in die Richtung. Stopp. Ich brauche erst die Werkstatt. Es sind Feinde in eurem Dungeon. So, schnappt sie euch. Bam! Oh, ein Imp ist schon tot. Ja, der direkt in der ersten Reihe stand. Ja, machen wir Talia eben stärker. Die Macht ist unbeschreiblich.
Gut. Da. Da, 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 da. So. Damit wäre der Friedhof dann auch fertig. So. Neue Schnodderlinge. 57 Gold. So. Wie sieht's aus jetzt mit der Regeneration? Ja, warten wir mal eben, bis die Untote sich da regeneriert hat. Die Termiteninsel war ähnlich der Heldenakademie auf Newbie Island. Newbie Island. Ein von aufstrebenden Abenteurern hochfrequentierter Ort. Als das Gerücht eines neu eröffneten Dungeons die Runde machte, strömten zahlreiche Helden von der ganzen Insel herbei. Diese würden eine unerfreuliche Entdeckung machen, wenn sie dort nicht auf einen wohlbalancierten Einstiegsdungeon trafen, sondern auf die komplexen und mit Fallen gespickten Höhlen des grausamen Bösen. So, machen wir mal hier ein paar Fallen nebenhin. Oder bereiten die Gänge dafür schon mal vor. So. Stopp. So. Nein. Fuck, jetzt ist Feinde falsch. Sind in den Dungeon eingedrungen. Ist falsch. Hier. So, dann machen wir das zu. Ach, dann müssen wir jetzt auch eben zumachen. Ach nee, den vorderen brauchen wir nicht zumachen. Den hinteren brauchen wir nicht zumachen. Haben wir noch Platz für einen Zombie? Ja, haben wir noch. Wo war ich? Hier war ich. Wie, ihr findet da jetzt eine Goldader. Dann passiert hier gleich was. Dann passiert hier gleich was! So, Schnodderlinge. Ein. So, dann können wir nämlich hier auch dann schon zuschütten. So, dann können wir noch einen Schnodderling dazu holen. Dann müssten wir jetzt gleich schon mal genug haben. 12 haben wir. Es ist Zahltag. Gebt mir Befehl. So. Ausrücken. Oh. Jemand hat sein Geld nicht gekriegt. So, dann schnappt euch die beiden hier. Los, Halja. Bam. So. Ich wusste, ihr würdet mich brauchen. Wo ist. Ach, es gibt keine Novizen. Okay. Und. Bam! Guck mal, wenn wir drauf fahren auf die Untote. Ja, gut, komm. Es sind Feinde in euren Nein! Dungeon. Das ist scheiße jetzt. Schnell mal hier ein Imp dazu holen. Huch. Wen soll ich töten? Ab in den Dungeon zurück. Hier kann ich noch gerade nichts holen. Schade. Doch, eine Untote jetzt. Ha! Weh, ihr haut auf das Dungeon-Herz drauf. Ich hau euch die Finger kaputt. Gut, ich hau euch auch so kaputt, also. So, hier war ich dran, ne? Huch. So, dann können wir das schon mal bauen. So, dann ist der Raum auch fast fertig. Ja,
Ja, komm, dann kratzen wir für schnelle Gold, kratzen wir jetzt das hier noch eben raus. Gut, 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 gut. So. Sehr gut, dann ist die Schatzkammer auch vergrößert. Bösartigkeit sammle ich gerade ordentlich. Gut, dann brauchen wir erstmal den Kerker. So. So, dann lass mich mal eben hier die zwei Sachen noch bauen. So, und dann können wir hier den Kerker hinsetzen. Boah, ist der groß. Nehmen wir mal die letzte Zeile weg. Die letzte Zeile, letzte Spalte. Boah, ich habe die Woche richtig Stress vor mir. Ah, ein Großhändler kommt für eine Angebotsverhandlung durch und ich muss das Angebot noch durcharbeiten. Oh, der kommt am Mittwoch. Ja, wenn nicht, muss ja zu Hause dann noch machen, nachmittags. Ich habe da die ganze Zeit immer aufgeschoben, weil ich dachte, ach ja, ach ja, jetzt geht das Projekt aber jetzt in einem halben Monat los. Und dann muss das jetzt langsam gemacht werden. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Puh, ja, ich weiß es. Ein Spinnennest wurde angegraben. Ach nö, ach nö. So. Oh, verprügelt die Spinnen ein. Das arachnomanische Böse hatte das erste Spinnenbein ausgerissen. Genau das, was es für den Höllenschlund benötigte. Achtlos warf es den Rest der Spinne und die verbleibenden 7 Beine zur Seite. Das nicht an Arachnophobie leidende Böse warf verlassen die ersten Spinnenbeine in den Höllenschlund. Warum das die Dämonen erfreute? Keine Ahnung. Vielleicht waren ihnen die Zwischenraumzahnbürsten gerade ausgegangen. So. Dann machen wir hier nur den Kerker. Und dann können wir hier was anderes hinbauen. Ich weiß gar nicht, was können wir denn überhaupt? Was haben wir denn noch? Brauerei. Boah. Könnte man auch machen. Der erste Kerker war errichtet. Nun konnten Helden nach ihrer Bezwingung im Dungeon eingelagert werden. Dies war für das ruchlose Böse nicht nur wichtig, um dem Höllenschlund seine verlangten Helden zu opfern, sondern generierte am Ende seines Aufenthalts auch noch etwas Bösartigkeit. Das ist gut. Genau. Lass sie im Kerker schmoren und verrotten, das elende Gutmenschenpack. Ein naheliegender Wunsch der aufbrausenden Protagonistin. Das Allerbeste an der Geschichte war, dass im Kerker abnippelnde Helden auch noch zu Skeletten wurden. Das nekrotische Böse wollte dies natürlich alsbald ausprobieren. Probieren. So, Portal. Ach, scheiße. Portal brauche ich auch. Ach Gott. So. Komm, ich brauche noch ein bisschen Gold. Wenn ich jetzt, wollte gerade sagen, wenn ich jetzt los... In den Dungeon eingedrungen. Alter. Geht mir nicht auf den Sack. Es ist Zahltag. So. Was? Da tragt ihr jetzt hier Mana weg. Waren das nur 2? Ja, gut. Es war Friedhof. Hier ist Kerker. Ach komm, opfern wir die direkt eben. Ein Held verschwand mit einem langgezogenen und unter geradezu leichtsinniger Missachtung der Gravitation im Höllenschlund. Ein Held verschwand mit einem langgezogenen und unter geradezu leichtsinniger Missachtung der Gravitation im Höllenschlund. Ich finde er gut. finde ich gut. I like that. I like that, really.
I like really that shit. So. Nein, was mache ich denn hier? Ach, egal. Wenn ich das Ding hier mal erweitern muss. Mache ich denn dann? Scheiße. Wieder nicht aufgepasst, Christoph. Mann, Mann, Mann. Zum Glück bin ich gerade nicht bei Twitch. Da hätte der Chat schon gesagt, ja, wir hätten es besser gewusst. Obwohl, es gibt auch Kommentatoren, die sagen, ja, das weiß ich, hätte ich besser gewusst. So wie, nimm mal nochmal neu auf, der Sound ist nicht richtig abgemischt. Nein, Spaß. So. Ja, ich lasse das jetzt erst wieder zuschütten, bevor ich das dann wieder aufgrabe. Eigentlich müsste ich diese Reihe auch hier abbauen. Weil sonst passt das mit der Symmetrie des anderen Raumes nicht. Na gut. Dann verkaufen wir das. So, zack. Dann schütt mal hier alles zu. Ich brauche noch mehr Schnodderlinge, glaube ich. Ja, ich habe schon fast alles an Schnodderlingen rausgeholt, was geht. So, machen wir erstmal Talia stärker. Na, guck mal. Drei Deppen. So, erforschen wir das schon mal. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ah, oh, das ist zwei breit, ne? Ich sehe da nix. Geh mal weg da. Kuscht euch. Kusch dich da weg jetzt. Ne, ist nur ein Block. Okay, dann passt das. So. Wo ist der, die dritte da? So. Huch. Das die Dämonen besänftigende Böse hatte einen Helden geopfert. So. Wir können schon mit den ersten Forschungen anfangen. Zum Beispiel mehr Gold in die Schatzkammer holen. So, und dann können wir hier schon mal wieder eine Kreatur dazu holen. Einen Söldner. Huch. Na. So. Ausrücken. Und dann holen wir jetzt diese Insel da oben. Na, machen wir erstmal hier die komischen Tiere kaputt. Da. Die. Das Halblingdorf. Wen soll ich töten? So. Ich glaube, hier sind doch auch 10.000. Oh, komm, machen wir erstmal die hier kaputt. Steinwächter. Befehl ich mich. So. Ach, jetzt hat sie ihre tolle Kugel für eine Kanone verschwendet. Naja, egal. Ja, ich hab gesehen, da geht was in den Dungeon rein. Wen soll ich töten? Das haben wir gleich. Die Armeen des gnadenlosen Bösen zerstörten das Hobbit-Lager mit Effizienz und Freude. Diese Hobbits würden kaum mehr losziehen, um irgendwelche Ringe auf irgendwelchen Bergen in irgendwelche Lava zu werfen. Oh, die erste Goldader ist aufgebraucht. Hier sehe ich aber, Shabby, sehe ich irgendwo schon eine neue. Wurde mir hier angezeigt. Hier irgendwo. Da. Da ist er. So. Dann haben wir die schon mal frei. Dann könnte mit der jetzt hier anfangen. Da bauen wir auch eine Schatzkammer dann noch hin. Würdet ihr bitte erstmal... Oh. Einmal mit Profis. Würdet ihr vielleicht erstmal hier die Schatzkammer machen? Es ist Zahltag. Der erste Held erwachte im Kerker
und würde mit seinem Ableben wunderbare Bösartigkeit für das ekelerregende Böse erstellen. Hervorragend. Ach ja, außerdem mussten diese Helden auch im Höllenschlund geopfert werden. Hier musste man sich wohl entscheiden. Meine geheimen und mystischen Berater, die nur ich sehen kann, berichten mir, dass es den Dämonen gefallen würde, wenn man einige bogenkundige Elfen in den Höllenschlund werfen würde. Offenbar brauchen sie jemanden, der riesige Mücken jagt. Berater, die nur du sehen kannst? Meine Güte, als wenn deine gespaltene Persönlichkeit nicht schon anstrengend genug wäre. Ich kann nicht wirklich widersprechen. Ich fände es auch besser, wenn Schwester Lieblich endlich jemand anderem auf die Nerven gehen würde. So, jetzt haben wir ja einen Raum hier frei. So, zack. Dann erweitern wir hier die Schatzkammer. So. Und dann können wir jetzt... Ach, die Tüftler, das ist für die Tüftlerhöhle viel zu groß. Machen wir den Raum erstmal kleiner. Dann haben wir da Platz für andere Räume. Huch. Achso. So. Dun-dun-dun. So, was haben wir denn da? Das ist ein Friedhof. Oh, die nächsten Deppen. So, können wir denn vor... Achso, das ist mal. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Da erforscht man den Quetscher. Gut, dann haben wir das auch voll. Dann ist das fertig. Ja, dann holen wir uns auch mal die Brauerei dazu. Da werden wir hier wahrscheinlich den hier Baum bald nehmen können. Wir sind ja noch drin. Ja, wir haben heute übrigens den 28.07. Ich war schon schwimmen. Hab gerade gefrühstückt und jetzt kann ich schön aufnehmen, ohne dass es jemanden stört. So, Quetscher ist erforscht, perfekt. Kisten 31, okay, haben wir, passt. Dem die Ohren spitzenden Bösen wurde zugetragen, dass die Dämonen des Höllenschlunds vielleicht eine Handvoll Priesterinnen des Lichts gegen eine ihrer Dämoninnen eintauschen würden. Das hörte sich nach einem äußerst interessanten Tauschgeschäft an. Vielleicht sollten wir mal ausprobieren, was passiert, wenn wir ein paar dieser Elfen mit den Schwertern in den Höllenschlund werfen. Wieso? Ist das ein geheimes Rezept? Rezept? Keine Ahnung. Aber es hört sich nach Spaß an. Verdammte hellhäutige Elfen. Aber ist das jetzt rassistisch? Mit uns verwandt. Diese Baumkuschel-Hippies haben mit uns Dunkelelfen nichts gemeinsam. War das jetzt rassistisch? Positiver Rassismus. Das ist auch ein schlechter Witz. So. So, zack. Mit einem anständigen Rülpsen kommentierte der Höllenschlund die Opferung eines lebenden Helden. Es war vollbracht. Das aufopfernde Böse hatte die benötigte Anzahl an Helden in den Höllenschlund befördert, was dieser mit einem zufriedenen und lautstarken Bäuerchen kommentierte. Gut. Perfekt. Dann, ja, machen wir jetzt die Fallen hier fertig. Deshalb lasse ich das erstmal laufen. Deshalb gehe ich jetzt erstmal nicht an die Oberfläche und nutze jetzt das Gold und die Bösartigkeit, um erstmal Talia zu pushen.
und erstmal hier zu warten. Toll. Wie viel Platz habe ich denn gelagert? 2 von 16. Mehr Skelette. Ja, nehmen wir mal. Ah, wir können gerade mal eins machen. Hm. Na, ich warte mit der Brauerei auf den Raum hier. So. Wir könnten aber nochmal eben kurz nochmal das erforschen. Und dann war es das für diese Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.